Ja, hallo meine Freunde und wieder herzlich willkommen auf dem Kanal die Ansicht Welt Immobilienreportagen mehr. Heute ist es schon wieder Freitag, der 9.2.2024 und heute gibt es das Quasselvideo. Das wird heute wieder etwas umfangreicher und etwas länger und es bleibt diesmal bei einem Teil. Ne? Klar, ich könnte auch zwei Teile machen, das heißt also ich könnte das separieren. Aber ich denke, ein Video sollte eigentlich lang. Wie gesagt, es wird etwas länger. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Ich habe aber auch ein bisschen schon was vorbereitet, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Nichtsdestotrotz müssen wir noch ein bisschen was besprechen. Bevor das passiert, gibt es allerdings erst einmal, wie gewohnt, ein bisschen Trainspotting. Diesmal von mir nichts. Logisch, ich habe ja Urlaub. Noch. Aber von Josef gibt es wieder ein paar schöne historische Aufnahmen. Vom André gibt es wieder ein paar schöne Bilder. Und Micha hat, glaube ich, diesmal auch was geschickt. Bin mir nicht sicher. Ich sage jetzt mal ja. Und Cem Cem hat auch noch was geschickt. Und das schauen wir jetzt erst einmal an. Viel Spaß. Film ab. Thank you.
Thank you.
allzu viel war es diesmal nicht. Ist aber nicht so schlimm. Aber trotzdem noch vielen Dank an alle, die mir was geschickt haben. Wenn ich jetzt vergessen haben sollte, auch an diejenigen vielen Dank. Ja, war ja wieder ein paar schöne historische Aufnahmen dabei. Josef hat wieder ein paar tolle Sachen rausgekramt gehabt und hat auch ein bisschen was Aktuelles gefilmt. Ja, gut, das war's zum Thema Trainspotting. Kurz und schmerzlos, Schmerzen kurzlos. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Und wie gesagt, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Zum einen habt ihr ja vielleicht schon das aktuelle Video gesehen, also das letzte, was ich gestern Abend spät hochgeladen habe. Es sollte eigentlich eher hochgeladen werden, aber wir haben noch eine Sendung dazwischen, die wollte ich mir erst anhören. Ja? Und dann habe ich das dann hochgeladen nach der Sendung. Zur gleichen Zeit geht das leider nicht, weil der PC dann über Twitch läuft. Und wenn Twitch läuft, kann ich nicht gleichzeitig Video bearbeiten und das dann hochladen. Da muss ich immer warten, bis ich dann dort alles zumache und dann kann ich auch die Videobearbeitung starten. Deswegen ist es ein bisschen später geworden. Aber nichtsdestotrotz habt ihr ja bestimmt mitbekommen, dass die Lüdi, die ja hier steht, ich hole sie mal her, so, dass da was nicht ganz gestimmt hat. Richtig, nämlich die Blenden. Das hatte ich ja zum Schluss noch gesagt. Und wisst ihr, woran das lag? Die Blenden waren vertauscht. Und darum hat man auch gesehen, da wo die Achsen waren, das war verschoben. Das ist mir nämlich auch im Video erst aufgefallen. Jetzt sind die Blenden gerade. Logisch, denn jetzt sind sie auch an der richtigen Stelle. Da muss der Vorbesitzer oder noch einer zurück. Ich weiß ja nicht, derjenige, der verkauft hat, ob das jetzt der Endbesitzer oder der Erstbesitzer war oder nicht. Der muss wohl die Blenden beim Tauschen der Räder, die ja auch falsch waren, ne, das hat man ja festgestellt, die Blenden falsch umdran gemacht haben. So, stellen wir das mal wieder hinten hier. So. Eingleisen tun wir sie jetzt nicht. Die kommen sowieso erst später zum Einsatz. Ja, das habe ich jetzt korrigiert und jetzt kommt sie auch ganz normal wieder über die Weiche. Gut, das war das. Dann haben wir natürlich auch als nächstes das Thema, wie kann es anders sein, Pakete. Hier sind sie, 4 Stück an der Zahl. Und diesmal ist auch noch was ganz, ganz Besonderes dabei. Damit werdet ihr nicht rechnen. Ich sag's mal so. Sehr, sehr alt. Sehr, sehr, sehr alt. Aber trotzdem von einer Firma, die Modellbahn herstellt. Na, lasst euch überraschen. Aber das kommt dann zum Schluss, das Paket. Wir machen jetzt erst einmal das Kleinste. Das Kleinste und das Feinste. Da weiß ich nämlich ganz genau, was das ist. Natürlich wird es heute auch ein kleines Fahrvideo geben, deswegen habe ich auch sehr zeitig heute angefangen mit dem Quasselvideo. Denn ich muss ja ein paar Vorbereitungen treffen. Das wird diesmal eine richtig lustige Kombination, weil es nicht anders geht. Es ist nämlich etwas ganz Bestimmtes, sehr lange noch nicht gefahren oder sehr lange nicht gefahren. Oder sollte ich besser sagen, es war fast noch nicht im Fahrvideo zu sehen. Was aber auch genau das gleiche Recht hat, mal im Fahrvideo gesehen zu werden. Ja? Ja, was haben wir denn hier Schönes? Okay, was ist denn das? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Haben die mir das Falsche geschickt? Ach nein, alles gut, alles gut. Also, wir haben hier etwas von Arnold, was aber nicht von Arnold ist. Nämlich was ganz anderes. Ihr könnt euch ja sicherlich daran erinnern, ich habe ja mehrere Kohlezüge, insgesamt 3 Stück. Und natürlich habe ich auch einen sehr alten Kohlezug.
wo so ganz kleine Kohlewagen dran sind. Ne? Und das kriegt man logisch noch recht drauf. Da habe ich natürlich geschaut, ob ich noch mehr von solchen Wagen finde. Die kann man natürlich sehr selten nur im Einzelnen finden, weil die in einem Set drin waren. Welche es einzeln gibt, da sind die. Die gibt es einzeln. Aber leider erst drei. Passt also nicht ganz an den Deutsche Reichsbahn Mini-Kohlezug, der eigentlich mal vor einem Dampflok vorgesehen war. Ne? Weil das ist ja Epoche 3. Aber die zwei Wagen, die waren so verdammt günstig, da konnte ich nicht näher. Ne? Und zur Not kann man sie umleben, da mache ich das Erz 3 halt weg. Wegschrubbern oder so, dass man es halt nicht so sieht. Aber das Lustige an dem Wagen ist, das hier. Ja, ihr seht richtig. LED-Schlussbeleuchtung. Und diese beiden Wagen haben zusammen 15 Euro gekostet. Das ist kein Witz. 15 Euro. Und da konnte ich natürlich nicht nein sagen. Also mit Versand 20 Euro. Und das habe ich natürlich schon gleich bezahlt. Ich finde diese Schlussbeleuchtung sehr gut gemacht. Also so richtig kleine Laternen. Ne? Und das werden wir natürlich auch testen. Wie der jetzt rollt. Ja, der rollt eigentlich ganz vernünftig. Ne? Sollte eigentlich gehen. Wie gesagt, damit das dann auch passt, werde ich wohl dieses Erz 3 wegschrubbeln. Das mache ich weg. Das kriegt man ja ganz einfach weg. Da brauchen wir ja bloß hier ein bisschen Dings nehmen und dann schrubbe ich das weg. Die Ladung wird rausgenommen. Da kommt natürlich meine Ladung rein. Und dann habe ich jetzt 11 von diesen kleinen, wunderschönen Kohlewagen. Ne? Ja, also da konnte ich natürlich nicht Nee sagen. Hätte wahrscheinlich auch keiner Nee gesagt. Das war mitten in der Nacht, wo ich das gesehen habe. Und da dachte ich nur, okay. Und dann hat er natürlich auch Bilder gemacht, dass man sieht, die Schlussbeleuchtung geht. Und da war natürlich klar, bup, ist da. Ja, das war das. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und ich hoffe, dass da jetzt das drin ist, was ich noch brauche. Ja? Weil ich hatte ja gestern schon angekündigt, in diesem Bastelvideo, dass wir den vollständigen Zug fahren lassen wollen. Dann müssen wir doch mal gucken, ob es das ist. Nein, es ist es nicht. Jetzt sieht es eng aus. Ist also noch nicht da. Aber das ist nicht so schlimm. Denn auch dieser Zug sollte eigentlich heute zum Einsatz kommen. Muss sogar zum Einsatz kommen. Denn diese Kombination, die ich da auswähle, die wird sehr, sehr interessant. Und da wird jeder mit dem Kopf schütteln, wenn er das dann sieht. Aber ich habe mir einfach mal gesagt, warum nicht? Ne? Von allen was dabei. Und ob das passt oder nicht, das ist mir dann herzlich egal. Das ist dann einfach mal ein Fun-Video. Außerdem geht es nicht anders, weil die Sachen, die ich fahren lassen möchte, die brauchen nur wenig Strom. Und ihr wisst ja, da gibt es so bestimmte Loks, da kannst du den Trafo gerade mal einen halben Strich aufdrehen und die sausen über die Anlage, dass du denkst, oh mein Gott, was ist hier los? Da gibt es nur wenige davon, die ich habe. Aber diese bestimmten, die will ich heute fahren lassen. Ja. Und da ist natürlich dann auch die Schweiz dabei. Also, jetzt ist der Schweizer Zug komplett. Jetzt habe ich genug von diesen grünen, schönen Arbeitwagen. Könnt ihr nochmal rausholen, damit ihr dann auch nochmal seht. Man überlegt, wie alt der Wagen ist. Ich glaube, der ist Anfang 80er Jahre. Die Details von dem Wagen sind sehr, sehr gut. Also die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Was ich allerdings bis jetzt nicht mehr gefunden habe, das ist einen mit diesen einfachen Türen. Ne? Mit den Doppeltüren habe ich jetzt, glaube ich, 4 Wagen. Und mit den einfachen Türen habe ich bloß einen Wagen. Naja, den haben sie umgerüstet. Der hat Metallachsen.
Ja, der war auch nicht teuer. Der hat sage und schreibe 15 Euro gekostet. Kann man eigentlich draußen lassen. Und ja, kann man nicht mehr kaufen. Normalerweise kostet ein Wagen so an die 25 Euro, kein Scherz. Beide sind ja auch selten geworden. Ne? Kannst auch die Kupplungen tauschen, weil das halt die alten Trägerstelle sind. Aber die Details von diesen alten Arnold-Wagen, die sind wirklich spitze und die rollen auch wirklich fantastisch. Ich habe es schon ein paar Mal im Einsatz gesehen. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Paket. Man muss jetzt aufpassen mit der Adresse. Ja, so geht's. Das ist vom Kumpel. Ne? Vom Thomas ist das. Der Thomas, den habe ich auch schon ein bisschen was verkauft. Thomas hat schon einiges von mir bekommen und ich habe auch schon ein bisschen was von ihm bekommen. Und er hat mir einen Vorschlag gemacht von einer Firma oder was gesagt, von einem Unternehmen, was es hier in Leipzig, ich weiß nicht, wo es das gibt. Ich habe da halt Werbung davon gesehen und ich dachte nur, oh geil, da würde ich auch gerne mal was holen. Aber ich wüsste nicht, wo es in Leipzig so einen Markt gibt. Und da hat er mir einen Vorschlag gemacht. Ja, ich kann ja für dich was organisieren dort. Und das schickst du dann. Sag ja, was kriegst du von mir? Nicht? Als Dankeschön. Weil ich halt verschiedene Sachen organisiert habe und auch öfters mal Bonus mit reingetan habe. Und er hat dann auch für mich etwas ersteigert. Was ich unbedingt haben wollte, aber nicht holen konnte, weil, naja, wie soll ich das sagen, weil, ich kam nicht ran, ja. Ich kam nicht ran, da kommen wir jetzt gleich dazu, das ist bestimmt hier unten drunter, aber jetzt zeige ich euch erst einmal, was er mir schönes geschenkt hat, und zwar einmal das, also wunderschöne Boxen, wo man hier Loks und Wagen reintun kann. Gut, da ist ja schon das drin, was ich euch noch zeigen wollte. Hier haben wir noch einmal die Beschriftung. Ja. Also sehr, sehr schöne Boxen. Vielen Dank, Thomas, für diese Boxen. Also da kann man wirklich wunderbar das Rollmaterial verstauen da drinnen. Und besser als eine Pappkiste. Ja? Ja. Davon zwei Stück. Und in dieser Kiste befindet sich natürlich das, was er mir organisiert hat oder sagen wir mal, was er mir beschafft hat. Das lege ich da mal hier unten hin, denn das sollte ja eine kleine Überraschung werden. Das muss ich mal gucken, wie ich das hier mache, ohne dass man hier Sachen sieht. Oh, das ist immer so schwierig, das sieht immer so schwierig aus. Da ist immer noch was drin. Da ist was drin. Das ist meine Kiste. Adressen. Man könnte sie auch zumachen, aber ich habe da diese Stimme. Also, wo haben wir stehen geblieben? Das, was er mir organisiert hat, ist etwas, ja, ich sag's mal so, das kriegst du einfach überhaupt nicht mehr. Das ist aber wirklich Goldstaub. Also, ich habe wirklich das ganze Internet durchforstet, um vielleicht das Ganze etwas zu verlängern, ne? Aber Pustekuchen, du findest nichts in dieser Art, gar nichts. Also, ich glaube, die waren mit dir. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass es davon wirklich keine weiteren Artikel gibt, ne? Was das jetzt genau ist, sage ich euch gleich. Was ich auch noch dazu sagen möchte, oder was gesagt, ich zeige es euch, was da jetzt damit passiert. Sehr traurig. Also ist das nun mal. Ihr wisst ja, die DB tut alles entsorgen und vernichten, was halt nicht mehr gebraucht wird oder was ihrer Meinung nach zu alt ist. Und so wird es auch bald so etwas nicht mehr geben. Bitteschön.
Richtig, es handelt sich dabei um die sogenannten X-Wagen, DB AG. Und diese Wagen sind wirklich Goldstaub. Also ihr könnt wirklich danach gucken, ihr findet nichts. Ich wollte noch einen zusätzlichen Wagen für diesen S-Bahn-Zug haben, aber keine Chance. Vielen, vielen Dank an Thomas, der mir diesen Zug hier ergattert hat. Denn wir sind ja hier nicht nur bei einem Wagen, sondern wir haben hier sage und schreibe halt drei. Ich weiß, dass die S-Bahn länger ist. Ne? Jetzt könnte ich natürlich Folgendes machen. Um den Zug etwas zu verlängern, gibt es natürlich die Möglichkeit, die sogenannten Fußballwagen reinzuhängen. Da ich aber kein Fußballfan bin, ist es ein bisschen schwierig. Aber in dieser Lackierung, ihr könnt wirklich gucken, wo ihr wollt. Ihr findet nichts. Und das Geilste an der Sache ist, es war sogar der Steuerwagen dabei. Ist das geil oder ist das nicht geil? Drei Stück vom X-Wagen S-Bahn-Zug der letzten Lackierung, also Epoche 5. Ich denke, es ist Epoche 5. Ja, und dann wird mir bloß übrig bleiben, mal nach den Nummern zu schauen. Ne? Ob ich da noch irgendwo noch einen vierten Wagen finde. Die waren auch relativ teuer, das muss man schon sagen. Und das Geld kriegt natürlich der Thomas auch zurück. Aber ich bin froh, dass ich den Zug jetzt habe. Das Traurige an der Sache, und das habt ihr gerade gesehen, sie werden gerade aktuell verschrottet. Nämlich von der Nürnberger S-Bahn. Sehr, sehr, sehr traurig. Mhm. Aber es gibt da ein kleines Fünkchen, dass ich eventuell, sagen wir mal, live mir noch so etwas anschauen kann, bevor es verschrottet wird. Und ich hoffe, dass es klappt. Da werde ich aber jetzt dazu erstmal nichts mehr erklären. Das bleibt erst einmal im Hinterkopf. Und so lange haben wir nicht mehr Zeit, denn bald sind die dann auch verschwunden. Aber es besteht die Möglichkeit, sich so einen Wagen in echt mal anzuschauen. Und ich hoffe, dass ich ihn auch von innen anschauen kann und vor allem auch einen Steuerwagen. Denn ich habe diese X-Wagen noch nie in echt von innen gesehen. Und ich habe sie auch noch nicht fahren sehen. Ich glaube, die fahren ja auch gar nicht mehr aktuell oder irgendwo rum. Ich glaube, in NRW sind sie rumgefahren und in Bayern, also in Franken. Was ich da jetzt da als Zug nehme, also sprich, wohin fährt, das weiß ich nicht. Ich gucke mal, vielleicht steht ja was im Steuerwagen. Schauen wir mal. Nö, da steht nichts drin. Und hier steht auch nichts. Also sehr, sehr schöne Wagen. Und die bleiben gleich ausgepackt, denn ihr könnt euch ja denken, warum. Die kommen nämlich zum Einsatz im Fahrvideo. Als ich da vorne Lok dran hänge, ja, das werdet ihr dann sehen. Und auch das war wirklich der Fall, dass da so eine Lok dran war. Gut, aber jetzt kommen wir zu der Sache, wo ich wirklich gestaunt habe. Ja? Ich muss erstmal die ganzen Packungen hier wegräumen. Ich brauche ein bisschen Platz. Ich sag dir, jetzt kommt etwas. Das ist tatsächlich von dieser Firma. Kein Scherz, das ist von dieser Firma. So handelt es sich dabei um einen sehr alten Gegenstand. Als ich danach gesucht habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass sowas unter Modellbahn kommt. Ne? Jetzt ergibt es aber einen Sinn. Das hat wohl eBay automatisch gemacht, weil die davon ausgegangen sind, das ist Modellbahn. Ja, ich habe nicht schlecht gestaunt. Als ich es gesehen habe, dachte ich nur, das ist aber ein komischer Wagen. Hm. Dann auch die Überschrift. Mini-Trix, denn ich habe nach Mini-Trix geschaut.
Ne? Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, also, okay. Das ist irgendwie nicht Minitrix. Aber es ist Trix. Es ist Trix. Und das mir so gut gefallen hat und der Preis vor allen Dingen absolut der Hammer war, ne? Habe ich erstmal recherchiert, bevor ich es gekauft habe. Ich habe also geschaut, was ist denn das überhaupt? Okay. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, dass genau das hier von der Firma Trix ist. Ja, dann habe ich geschaut, wie alt es ist und da habe ich gesagt, ja, das ist übrigens nicht, das ist wahrscheinlich bloß Verpackungsmaterial. Ja. Schau mal gucken, wie ich das hier rauskriege. Der hat hier alles Mögliche reingestopft. Ein Klebeband. Okay. Ja, das kann man ja noch verwenden. Sehr, sehr einfallsreich, muss ich sagen. Ja, jedenfalls habe ich es dann gekauft. Für 15 Euro. Ne? Ist ein bisschen schwer hier. Für 15 Euro habe ich es gekauft. Das Löckchen. Löckchen ist gut. Das ist aber echt schwer. Oh Gott, jetzt muss ich aber alles wegräumen hier, das ganze Verpackungsmaterial. Ja, und erst im Nachhinein, als ich es dann endlich hatte, habe ich mich noch gewundert. Weil ich habe ja, wie gesagt, bei einer bestimmten Seite nachgeschaut, wo man sowas halt recherchieren kann. Und da dachte ich mir, Nürnberger Spielwagenvereinte GmbH. Hä? Spielwagen? Okay. Ja. Ja, aber wie Spielwagen sieht das irgendwie nicht aus. Ja, ich weiß, ich mache es ganz spannend, Leute, weil als ich dann, wie gesagt, rausgefunden habe, dass die Firma tatsächlich früher sowas gemacht hat, da hat es mir die Sprache verschlagen und ich bin echt froh, dass ich es mir dann ergattert habe. Denn das ist mal was, womit du nicht rechnest, dass eine Modellbahnfirma sowas früher hergestellt hat. Sehr cool. Ich sehe, das Ding ist. Oh, ist das putzig. Also, nee. Da hat ja wirklich einfallsreich mit der Verpackung hier. Ja, Freunde, Modellbahnfirma. Wisst ihr, was das ist? Na? Wisst ihr, was das ist? Es ist keine Lok. Ne? Und nein, es ist auch kein Wagen und es ist auch keine Schachtel, wo Modellbahn drin ist. Es ist etwas ganz, 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 ganz anderes. Es ist nämlich. Es ist ein Tonbandgerät. So einfallsreich war diese Firma damals. Könnt ihr selber recherchieren. Das ist die gleiche Firma, die sowas jetzt baut. Sehr lustig, oder? Da muss man erstmal drauf kommen. Und zwischen dem Wagen und diesem Gerät liegen ungefähr 40 Jahre. Naja, ich will nicht übertreiben. Das Gerät ist von 1957. Ob das natürlich jetzt noch funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich finde es schon mal cool, dass eine Spule mit dabei ist, weil das ist nämlich nicht immer der Fall. Schade ist natürlich, dass jetzt hier die Abdeckung fehlt. Na? Das ist aber echt schwer, das kleine Ding. Wow. Ja, wurde als Bastelware verkauft. Da gehe ich mal davon aus, dass es Bastelware ist. Würde mich natürlich wundern, wenn das Ding noch geht. Und hier kommen 4 Batterien rein. Da. Hat ja einen interessanten Geruch. Riecht nach alter Technik riecht das. Steht hier noch drin. Komplett aus Metall das Teil. Kann sich jemand totschmeißen damit.
Was steht denn hier da? Made in West Germany steht da. Mhm. Schade, dass das Baujahr nicht da steht. Aber ihr könnt selber recherchieren. Das Gerät ist wirklich von 1957. Ja, Firma Trix hat also früher Tonbänder gebaut. Unter anderem. Die haben natürlich auch anderes Spielzeug gebaut. Aber es ist schon wirklich beachtlich. Wirklich beachtlich, wie man auf sowas kommt. Ne? Die Firma wurde wohl, glaube ich, dann übernommen. Und dann hat man sich entschieden, Modellbahn läuft besser. Tonbänder braucht kein Mensch mehr. Oder was weiß ich. Ne? Ja, natürlich werde ich das Gerät testen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber nicht heute. Das habe ich halt einfach nur gekauft, weil ich es cool fand. Ne? Und für 15 Euro ein Tonband zu bekommen von 1957 und dann auch noch eine Firma, die jetzt Modellbahn baut. Das ist schon echt eine Seltenheit. Ne? Ja, gut. Das war's zum Thema Trix. Modellbahn alias Tonbandgerät. Und das war's auch für das Video zum Auspacken. Ja, dann würde ich mal sagen, wir begeben uns wieder einmal zur Anlage, denn jetzt geht es mit den Tests los. Natürlich werde ich testen, ob die S-Bahn über den Berg fahren kann. Glaube ich eher nicht, denn die Wagen hatte ich, glaube ich, noch nicht. Auch nicht in der alten orangenen Lackierung hatte ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Die Schub- oder Zuglok, ob die den Berg hochkommt, werden wir sehen. Wenn nicht, dann lässt es außenrum fahren. Aber ich muss auch mal testen, ob die Wagen überhaupt ordentlich laufen. Also ich gehe mal Mini-Tricks, da brauchen wir schon reden. Ne? Die laufen eigentlich alle. Ne? Da hatte ich bis jetzt noch keinen Wagen oder Lok. Ja, doch, Lok hatte ich schon, wo das Getriebe kaputt gegangen ist. Aber was Wagen betrifft, muss ich bei Mini-Tricks wirklich sagen, läuft alles fantastisch. Ne? Da kann man überhaupt nichts sagen. Die sind eigentlich immer gut konstruiert. Ob das jetzt hier, das ist ja auch Mini-Tricks, ne? Ob das jetzt die Kohlewagen sind, ob das jetzt die Kesselwagen, okay, gebe ich zu. Habe ich aber nur weggegeben, die Kesselwagen von Mini-Trix, weil die halt, die haben angefangen zu schnurfen. Das heißt also, die Achslager, die haben sich eingelaufen. Und wenn der Zug dann in die Kurve gefahren ist, dann haben die angefangen zu schnurfen, sind schwergängig geworden, weil halt das Gewicht in den Wagen, sag ich mal, die Achslager ausgeschlagen hat. Und das steht auch im Forum 1260, dass man dann das Gewicht rausnehmen soll. Auf die Idee bin ich nicht gekommen und ich hatte auch keinen Bock, die Wagen auseinander zu rubben. Und darum habe ich sie dann abgegeben und habe dann auf Gaskesselwagen von Fleischmann gesetzt. Die laufen ja auch gut. Aber was sonst Mini-Tricks betrifft, wie zum Beispiel meine wunderschönen Sandwagen, sind ebenfalls Mini-Tricks. Was haben wir noch von Mini-Tricks? Naja, einiges. Ne? Ihr wisst ja, was ich alles so von Mini-Tricks habe. Y-Wagen. Und durch den Teufel. Sorry, ihr wisst, was ich meine. Ja gut, jetzt habe ich genug gequabbelt und gebabbelt und geschlappelt. Leider ist der eine Wagen der Deutschen Reichsbahn nicht gekommen. Der Zug kommt trotzdem zum Einsatz, denn ich habe die doch nicht umsonst wieder in Ordnung gebracht. Mal schauen, was im Gegenverkehr fährt. Also das, was ich gestern in dem letzten Abschnitt euch reingebaut habe, was eine Spontanaufnahme noch war, wird natürlich so nicht zum Einsatz kommen, weil es überhaupt nicht zusammenpasst. Aber der Zug auf jeden Fall, was ich dann im Gegenverkehr da fahren lasse, vielleicht unseren Freund in Tschechien nochmal, aber ich glaube, die begegnen sich nicht. Nee, ich glaube, so weit kommt er gar nicht, der Borta Bonica. Gut, also bis gleich. Ja Freunde, Planänderung. Ich beende das Video jetzt hier, ein Fahrvideo gibt es heute nicht. Weil ich bin gerade richtig gefrustet. Ihr seht ja hier den Kohlezug auf dem Gleis, den ich schon aufgebaut habe. Aber ich konnte ihn leider noch nicht testen mit der Lok, die eigentlich dafür vorgesehen war. Und das hat folgenden Grund. Ich bin ein bisschen fassungslos und ein bisschen frustriert jetzt. Weil... Naja, ich zeige es euch einfach mal. Das Chaos da oben, das ist entstanden,
weil dieses Drecksbrett, ja, sich gelöst hat. Hier, diese Scheißdinger, da ist eins rausgerutscht. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist, oder? Wenn ihr euch das da oben anguckt. Ne? Und ich bin gerade richtig am Ende, weil das ist, was jetzt zerstört wurde, kriege ich nie wieder. Nie wieder. Leider. Das ist alles kaputt gegangen. Dampflok, meine einzige, die ich hatte. Die könnte man eventuell noch retten. Aber ihr seht es ja, was richtig zerstört wurde. Nein, der halber Stotter, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ne, den kriegt man jederzeit wieder, so einen blöden halber Stotter. Aber das, Freunde, kriegt man nie wieder. Das war mal meine Kohle, E-Lok, die EL2. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen am Ende. Ich habe keine Ahnung, wie man die wieder reparieren soll. Ich habe wirklich gar keinen Bock mehr, jetzt noch ein Video zu machen. Ich hatte sowas Schönes vorbereitet und ich habe es auch schon teilweise getestet und wollte jetzt den zweiten Zug testen. Weil es sollen ja drei Züge fahren. Und ich hatte ja euch versprochen, dass es eine lustige Kombination werden sollte. Aber leider wird da jetzt nichts mehr draus. Denn ihr seht es ja selbst. Meine schöne E-Lok ist kaputt. Komplett kaputt. Glück gehabt habe ich, dass hier nichts zerstört wurde. Das kann man wieder draufkleben. Das ist nicht das Ding. Ja? Aber hier ist der Rahmen gebrochen. Das kann man auch noch kleben. Das ist auch nicht so schlimm. Der Strom hat mehrmals, hat Gott sei Dank gehalten. Der ist nicht abgebrochen. Schlimmer ist natürlich die Verkleidung oder die Blenden. Das kriege ich nicht mehr rein. Das ist ein Puzzlespiel. Das kriege ich nicht mehr rein. Kotzt mich richtig an. Das war ein Einzelstück. Ein Einzelstück. Das kriegt man nie wieder. Nie wieder. Vielleicht kann man die Teile, die es dafür gibt, irgendwo im Ausland bestellen. Da, wo vielleicht dieser 3D-Druck herstammt. Aber die Lok selbst und das Fahrwerk und das alles. Gut, das Fahrwerk könnte vielleicht noch funktionieren. Das kann ich mal kurz testen, ob das Fahrwerk noch geht. Aber das, was um die Lok drumherum ist oder um das Fahrwerk drumherum ist, das wird nie mehr existieren. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin jetzt echt ein bisschen sauer. Auf mich selbst natürlich auch. Okay, das Fahrwerk geht noch. Das ist noch in Ordnung. Ja, aber das nützt ja nicht, ne? So kann man die Lok natürlich nicht mehr fahren lassen und hier vorne einen Buffer reinkleben und dann das Gehäuse wieder draufsetzen und fahren lassen als halb zerstörte Lok. Nee. Vielleicht hat irgendjemand eine Idee, wie ich das jetzt wieder bewerkstelligen kann. Die Dampflok habe ich festgestellt, da ist hier das Ding angerissen. Das kann man vielleicht noch kleben. Ne? Ich weiß nicht, ob die noch fährt, weil diese Drähte sind ja auch... Ah, vorsichtig nicht, dass es ganz abreißt. Also das ist schon hauchdünn. Das müsste ich also, wie gesagt, zusammenkleben, damit das wieder ordentlich hält. Puffer sind Gott sei Dank nicht abgebrochen. Es ist alles noch dran, das Gestänge ist noch dran. Ah, das sieht ein bisschen schief aus hier. Geht das noch? Ja, das kann ich jetzt nicht testen, weil hier ist ja der Motor da drin. Das ist auch ganz geblieben. Der Tender, gucken wir mal da. Da ist auch alles noch dran. Auch die Leitern. Der halber Stotter, den hat es am schlimmsten erwischt. Also, plus meine E-Lok. Da sind die Leitern auf der anderen Seite abgebrochen. Hier sind sie noch dran. Aber eine Hälfte hängt auf halb 8.
Die Dinger sind raus, die kann man wieder reinmachen. Oder auch nicht, das ist gebrochen. Sehe ich jetzt gerade. Hier drüben ist es auch gebrochen. Wie gesagt, Halberstatter ist mir nicht so, ist unwichtig, ne? Ist zwar auch traurig um den Halberstatter, aber so ein Ding kriegst du jederzeit wieder auf eBay, da brauchst du bloß gucken, zack, Halberstatter und dann zahlst du halt 50, 60 Euro für so einen Scheißwagen. Aber das hier kriegst du nicht wieder. Ja, Leute. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich überhaupt keine Lust mehr, jetzt das Video weiterzumachen. Bitte seid mir nicht böse. Ich muss das jetzt erstmal verkraften, dass meine schöne EL2 zerstört wurde. Und wenn mir jemand helfen könnte dabei, Ersatzteile für die Lok zu beschaffen, wäre ich dankbar. Ich habe hier auch schon ein bisschen was vorbereitet gehabt. Ich wollte ja den neuen Zug testen. Aber ich werde heute gar nichts mehr machen. Ne? Das wird nichts. Tut mir leid. Das hier muss ich jetzt erstmal verkraften. Gut. Kann man jetzt nicht ändern. Ich lasse den Kohlezug jetzt erstmal auf dem Gleis. Ich muss sowieso hier das ändern mit der Ladung. Zug rollt gut. Ich hatte das alles schon so schön vorbereitet, denn dieser Wagen, der hat nicht nur eine Schlussbeleuchtung, sondern... Oh, bleibt drin, bitte bleibt. Ich bin schon total hier hebelig. Tut mir leid. Ich mache das jetzt noch schnell fertig. So. Ich wollte euch nämlich noch was zeigen. Also, ich drehe meine Trafo auf hier. Das ist eine wunderschöne LED-Beleuchtung, die nicht flackert, weil da sogar ein Stütz-Elko eingebaut ist. Und so war das geplant zu fahren. Nämlich geschoben mit dem Zug. Ne? Ja, seht ihr, da ist ein Stütz-Elko drin. Wenn ich jetzt stehen bleibe, sonst kriege ich keinen richtigen Kontakt, dann leuchtet es weiter. Tja. Daraus wird jetzt aber nichts mehr. Ihr seht es ja schon, was noch geplant war. Ich kann es ja mal holen. Ich muss das jetzt erst einmal, wie gesagt, verarbeiten, dass jetzt die Lok kaputt gegangen ist. Vielleicht mache ich morgen ein Fahrvideo oder am Sonntag. Ne? Da werde ich das auch alles dann erklären, was ich geplant hatte. Also die Kombination, die sollte aus folgenden Zügen bestehen und das ist eben das Lustige an der Sache, was ich schon getestet habe. Die Tatra kann natürlich nicht mit Wagen fahren, weil der Wagen zu schwer läuft. Kann also nicht über den Berg fahren. Ja. Das geht nicht. Also mit Wagen kann sie nicht über den Berg fahren, weil der Wagen, das ist eine Katastrophe. Das kannst du absolut knicken. Müsste man also sich einen zweiten Antrieb besorgen und dann halt mit zwei Antriebswagen fahren. Kann ich aber sagen, die fährt über den Berg. Ne? Das macht sie. Kann ich ja mal kurz zeigen. Ach Gott, ey, das kotzt mich so an. Ja, man darf halt nicht so langsam fahren. Und das ist eben das Problem, dass du eben nur Loks benutzen kannst, die maximal bis daher gehen. Und ihr wisst, es hat nur drei verschiedene Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen. So, mal gucken, was jetzt entgleist. Nö. Also ihr seht, ohne Wagen kommt die locker den Berg hoch. Kein Problem. Und so hättest du es halt Runde für Runde fahren lassen. Im Innenkreis sollte dann die EL2 mit ihrem Kohlezug fahren und auch das hätte ich gerne getestet, was ja nun nicht mehr geht. Denn was anderes kommt nicht mehr in Frage. Und außen sollte dann natürlich die Schweiz fahren. Mit den neuen Wagen. Komplett. Aber leider ist dann diese Scheiße jetzt passiert. Sorry für den Ausdruck. Dieses Malheur, dieser Mist, wo ich mich wirklich selber auf der Pfoten kloppen könnte, dass ich diese blöde Vitrine geöffnet habe, ohne dass ich gesehen habe, dass der Bolzen raus war. Ich habe es echt nicht gesehen. Und bevor ich halt reagieren konnte, flog die Dampflok, die EL2 und Halberstatter aus der Vitrine raus. So, halten wir dich mal an hier.
Ja, also ihr seht, die Straßenbahn Tatra, die fährt also hoch über den Berg. Ohne Wagen klappt das wunderbar. So wäre das ja richtig cool gewesen und lustig vor allen Dingen. Aber mir ist die Lust einfach vergangen am Fahrvideo jetzt. Und deswegen beende ich das heute hier. Ich habe mich wieder beruhigt und ihr seht, was da steht, meine EL2 und auch die Dampflok zieht ihre Kreise. Ja, ich weiß, es ist eine Personenzuglok, ist mir jetzt die Latte. Und da habe ich meine Kohlezug dran gehängt, im Gegenverkehr haben wir hier die 9 X-Waggons. Drei Stück sieht wirklich ein bisschen scheiße aus. Ihr seht, meine Laune ist jetzt einigermaßen wieder okay. Aber ein Fahrvideo gibt es heute trotzdem nicht. Das mache ich dann in aller Ruhe am Sonntag für euch. Und meine EL2 wird mit Sicherheit nicht mehr in die Vitrine gestellt. Ich stelle jetzt immer am Bahnhof rein. Werde ich natürlich jetzt auch noch mal gleich fahren lassen. Ja, ja, die Dampflok ist ein bisschen schneller unterwegs. Dass ich die Dampflok retten konnte, das war Glück. Ja? Weil, ja, der Tender und die Lok, die sind nur noch minimal miteinander verbunden gewesen. Ihr habt es gesehen. Ich habe das jetzt geklebt mit so Gummikleber, weil das muss ja elastisch sein. Und ihr seht, die läuft wieder fantastisch. Na, da hinten noch die zwei neuen Wagen dran. Und natürlich ist der letzte Wagen auch mit Schlusslicht. Jetzt sieht man das natürlich ein bisschen besser. Na, da winkt doch immer. Ja, da werde ich jetzt mal den Dampflok-Kohlezug stoppen. Und dann werden wir mal die EL2 in Bewegung setzen. Denn die fährt nämlich auch wieder, oder sollte ich besser sagen, die fährt Gott sei Dank noch. Das Chassis hat es also überlebt, da ist nichts weggebrochen oder so, aber ich hatte jetzt ganz schön zu tun, das Ganze wieder zu kleben. Ich zeige euch das gleich alles. Leider konnte ich nicht alles wieder in Ordnung bringen, ein paar kleine Macken hat sie jetzt, aber das fällt kaum auf. Aber nochmal stelle ich die nicht in die Vitrine, das könnt ihr wissen. So, ein Kohlezug fährt rein und der nächste Kohlezug fährt raus. So, Moment. Und los. Ich werde der E-Lok natürlich nicht mehr viele Wagen zumuten. Ne? Das steht fest. Maximal 9 Stück. Und das war's. Ich glaube, 10 ist das höchste gewesen, was dran ist an der EL2. Wenn sie geschoben gefahren ist. Und gezogen sind es, oh, ja, ich glaube 15 oder so. Aber das packt die nicht mehr. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ne? Ich will die auch nicht quälen, ich kriege auf jeden Fall kein Fahrwerk mehr für die Lok. Ne? Fahrwerkmäßig ist absolut Sense. Das ist Mangelware von Tomitex. Tomitex. Und ihr seht, das reparierte Chassis. Und Gott sei Dank auch die Blenden. Habe ich wieder gut hingekriegt. Ich könnte froh sein, dass die Bügel nicht kaputt gegangen sind. Die Pantographen.
Ne? Weil wenn die kaputt gegangen wären, ja, dann hätte es schlecht ausgesehen. Also sprich, die Halterung, wo die Pantos draufsetzen, meine ich jetzt. So, gut, da halten wir jetzt mal die S-Bahn hier an. Die Mini-S-Bahn. Halt, das war der Kohlezug. Muss ich mich da wieder mal hier orientieren heute. Tut mir leid, ich bin immer noch ein bisschen durch den Wind. Weil das war jetzt schon wirklich krass, was da gerade passiert ist. Ich habe das Chaos aus der Vitrine noch nicht weggeräumt, die traue ich mir gar nicht aufzumachen. So, gut. Okay. Und dann holen wir mal noch die S-Bahn rüber. Straßenbahn steht da unten. Die werde ich natürlich trotzdem einsetzen, ne? Aber mit Sicherheit nicht in dieser Kombination. Das könnt ihr euch ja wohl denken. Aber die lustige Kombination mit Kohlezug und Schweizer Zug und EL2, das wird auf jeden Fall passieren. So. Ja. Hab sie ja ganz gut hingekriegt, die Gute. Auf der Seite war ja fast nichts gewesen. Aber die andere Seite sah umso schlimmer aus. So, das, diese Stelle hier, die konnte ich gerade noch so retten. Da ist oben eine kleine Ecke weggebrochen, ihr seht's. Aber ist kaum der Rede wert, kann man als Bagatellschaden abtun. Und hier drüben, seht ihr auch, da fehlt ein ganz kleines Stückchen. Auch das kann man als Bagatellschaden abtun. Also es fällt kaum auf. Aber ich kann euch sagen, Leute, die Blende wieder zusammenzukleben, das war eine Arbeit. Alter Schwede, ey. Ich habe da jetzt fast bestimmt 2 Stunden rumgemerkt mit der Blende. Wir haben es jetzt auch kurz vor 16 Uhr. Na? Und ich bin wirklich froh, dass ich es hingekriegt habe. Jetzt drehe ich sie wieder vorsichtig um. Ich drehe sie erstmal so rum. Und dann zeige ich euch unten drunter, wie ich das gemacht habe. Ich gebe die mal jetzt kurz um die Lok. So, die Seite hier drüben, ist 4-mal gebrochen gewesen. Also hier, dort, da und dort hinten ist auch gebrochen gewesen. Ihr seht auch, das ist leicht schief. Es ist mir jetzt auch buggy, ob das ein kleines bisschen schief ist. Ich bin froh, dass das kaum auffällt, dass die Lok jetzt wieder in einigermaßen gutem Zustand ist. Na? Fällt also wirklich kaum auf und dass die Stromabnehmer immer noch in Ordnung sind und vor allen Dingen die Streben. An einer Stelle habe ich es nicht mehr hingekriegt und zwar, wenn ihr das seht, die ist ganz leicht schief, da, dort und es ist mir auch buggy, sage ich mal. Ist halt verbogen, fertig. Aber was die Hauptsache angeht, na Dampflok, nämlich die Kupplung, dass man auch wieder einen Kohlezug dranhängen kann, das habe ich wieder gut hingekriegt. Die ist jetzt ein bisschen hoch. Da werde ich auch nicht mehr dran rumbiegen oder so. Die kann sowieso nicht mehr andersrum fahren. Weil ich habe gemerkt, dass das Getriebe von dem Domitec Chassis, dass das, wie soll ich sagen, es rasselt in die andere Richtung. Ich weiß nicht, wo ich so ein Chassis jemals wieder herbekomme. Und es ist leider auch schon plädiert. Und ich habe die Wellen auch schon geklebt, denn eine ist schon geplatzt gewesen. Deswegen mute ich dieser Lok auch nicht mehr so viele Wagen zu. Das muss reichen so im Fahrvideo. Und ja, so geht es ja einigermaßen. Ich kann noch mal eine Runde fahren. Jetzt haben wir hier alles gestoppt. Dann zeige ich euch das noch mal ganz kurz, dass er nicht rutschen tut. Aber es ist grenzwertig. Ne? Absolut grenzwertig ist es. Also mehr Wagen traue ich der Lok nicht mehr zu. Dann seht ihr, wie sie schon vibriert. Ne? Also sie fährt gut mit dem Wagen, aber das ist wirklich das Maximalste, was du dranhängen kannst. Mehr werde ich nicht mehr dranhängen. Ich hatte ja vorher die Mini-Klicks dran. Und da hat sie gerade mal 6 Wagen geschafft. Was ist denn jetzt? Kein Bock mehr? Ja, die hat auch heute wirklich genug erlebt. Ja?
Also, das sollten Sie jetzt auch wegstellen. Und das tue ich jetzt auch. Ihr kommt jetzt zum Bahnhof, stelle ich dort hin, wo jetzt der Wagen steht. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch wenigstens noch mal kurz die Wagen. Ja. Bei der Lok ist es halt so, dass du den Trafo wirklich nur ganz, ganz minimal aufdrehen darfst. Ansonsten wird ein ICE draus. Und das war ja auch der Grund, warum ich die Lok, dann die Schweizer und die Straßenbahn zusammenlaufen lassen wollte, weil das geht nur in dieser Kombination. Weil wenn ich jetzt hier eine andere Lok an den Kohlezug hänge und den Trafo hier, dann mache ich mal hier Stopp. Habe ich das jetzt Stopp gemacht? Moment. Ja. Wenn der Trafo jetzt über diese Stelle drüber rausgeht, ja, dann kommt die Straßenbahn hier an, macht den Satz und fliegt tatsächlich über die Gleise ins Gebüsch. Habe ich vor uns getestet. Ne? Das hier auf dem Innengleis, die im Schubmodus gefahren, die Mac, mit dem beleuchteten Wagen hinten dran. Und als die Straßenbahn kam, da ist die hier lang, wurde immer schneller und immer schneller. Und als dann die Stelle kam, machte sie Ersatz und flog dann hier dazwischen. Ja, die ist auch sehr leicht, die Straßenbahn. Also die kann man nur wirklich ganz, ganz langsam fahren. Und das habe ich auch getestet in Kombination mit der Schweizer Lok, also mit der D'Agostini-Lok. Ja, das ist auch eine D'Agostini-Lok, so wie diese tollen Orient-Express-Wagen. Und ihr wisst ja, wie gut die fährt, aber eben so empfindlich, dass man das sogar schon mit Batteriestrom fahren lassen kann. Das habt ihr ja auch gesehen, mit meiner Taschenlampe ist ja gefahren, als da gar nichts mehr ging, wie ein Trafo. Die sind auch, glaube ich, dafür vorgesehen, dass man sie mit Batterie betreiben kann. Denn das habe ich ja dann mit einer anderen Lok probiert. Das heißt also, ich habe dann die Lok abgemacht, habe die Mac drauf gesetzt und habe den Trafo aber in dieser Position gelassen, nämlich so. Ja. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ihr könnt euch denken, die hat sich nicht mal bewegt. Da hat nicht mal das Licht vorne geleuchtet. Erst als ich hierher gegangen bin, so, da hat sie sich bewegt. Und dann auch nur in Schrittgeschwindigkeit. Ja, und deswegen halt nur diese Kombination. Gut, dann war es das jetzt für heute. Endgültig. Aber ich wollte euch halt noch zeigen, dass ich das wieder hinkriege und die Lok wieder zu reparieren. Und jetzt werde ich erstmal Folgendes machen. Den hier weg. Der kann auch hier stehen. Das ist völlig egal. Ne? Ob der jetzt dort steht oder da steht, das ist mir völlig buggy. Wichtig ist, dass die kleine E-Lok geschützt ist. Oder besser gesagt, nicht mehr kaputt gehen kann. Und deswegen steht die jetzt immer dort. Die tue ich nicht mehr in die Vitrine. Das war eine Lehre für mich. Das wird nicht nochmal passieren. Ja, und wie ich das nur morgen, oder besser gesagt übermorgen mache, morgen habe ich eine kleine Tour machen, hat ja schon gesagt. Das werden wir sehen. Ich bin froh, dass ich wenigstens die Loks wieder hinkriegt habe. EL2 und auch die Dampflok fährt auch wieder wunderbar. Das hätte weitaus schlimmer ausgehen können, denn wenn das ganze Brett hier, wenn ich das nicht gesehen hätte, dass der Stift rausrutscht und bevor ich halt reagieren konnte, sackte das ab und kippte den Wagen um. Aber stellt euch mal vor, ich hätte jetzt hier aufgeschoben, hätte das nicht gesehen, aber ich aufpassen, da hinten ist ein Wagen. Und das Brett wäre komplett runtergesackt auf die anderen Züge drauf. Das hier ist nämlich obloslose. Dann wäre das alles rausgeflogen. Alles. Ne? Die hat es auch Gott sei Dank überlebt. Also die ist nicht runtergefallen. Die wurde von dem Wagen gestützt, als die anderen umgefallen sind. Ja, gut. Ja, kann man nicht ändern. Sowas kann passieren. Es ist euch garantiert auch schon mal passiert. Und deswegen ist das halt mit dem Fahrvideo heute nichts geworden. Und mit den ganzen Testfahrten, aber ihr habt gesehen, die S-Bahn fährt wunderbar, oder besser gesagt, die S-Bahn-Wagen. Der Steuerwagen läuft etwas schwer, der hat ja auch Beleuchtung drin, oder besser gesagt, hier Spitzenlicht, rot und weiß. Man kann schon sehen, ob das jetzt funktioniert hat. Habe ich das gar nicht drauf geachtet, ist auch jetzt egal. Der wird auf jeden Fall im Fahrvideo zum Einsatz kommen. Sieht natürlich wirklich ein bisschen kurz aus, aber die Wagen zu bekommen, das ist wahrscheinlich... Ist auch Goldstaub.
Vielleicht erwische ich mal irgendwann mal einen von den Wagen, aber so einen Fußballwagen setze ich da nicht mit rein. Das passt nicht, ne? Das passt überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, auch eine ganz andere Epoche, der Fußballzug, wenn es den überhaupt in echt gegeben hat. Ja gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich werde jetzt hier alles wegräumen und aufräumen und ja. Dann werde ich erstmal diese Scheißstifte von dieser Mistvitrine festkleben, ne? Damit das nicht nochmal passiert, dass so ein Scheißstift rausrutscht. Dann sind die Bretter wenigstens gesichert. Gut, mit den Worten bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagnachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video hier schaut. Und bitte seid mir nicht böse, dass das heute mit dem Fahrvideo nicht so wirklich geklappt hat. Ich hatte wirklich zu tun, meine EL2 wieder zusammenzukleben. Das hätte ganz anders ausgehen können. Hätte noch viel schlimmer kaputt gehen können. Ich hatte Glück, dass es nur der Blenden waren. Tja, war mir eine Lehre. In dem Sinne, tschüssi.